Ich muss ihn einfach finden. Weißt du, wo er ist? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Dahl hält kurz inne. Dann spricht er, wenn auch scheinbar widerwillig. Ich weiß ja nicht, unter welchem Rinnstein Ferret sich gerade versteckt, aber ich glaube, er könnte sich irgendwo jenseits der Tore zur Leichenhalle im Stock aufhalten. Vielleicht weiß ja dort jemand, wo er steckt. Das hört sich an, als ob du Ferret nicht leiden könntest. Einige von ihnen achte ich rastloser. Dahl holt tief Atem. Ferret nicht. Er trägt seinen schlechten Ruf wie ein Ehrenabzeichen zur Schau und geht allzu frei mit dem Hab und Gut der Toten um. Er ist ein Postenritter, der mit dem größten Ramsch noch Querhandel treibt. Ein Postenritter? Ein Postenritter, Dahl hustet. Ein Dieb. Alle, die Ferret an unseren Mauern abliefert, kommen mit weniger Würde zu uns, als sie zu Lebzeiten besessen haben. Ferret streift ihnen alles von den Fingern, was er kriegen kann, bevor die Totenstarre einsetzt. Hat dieser Ferret etwas von mir genommen? Dahl überlegt kurz. Kann gut sein. Vermisst du etwas? Etwas Wertvolles? Seine Stimme wird schwächer. Er runzelt die Stirn. Nicht, dass Ferret irgendetwas verschmähen würde, das nicht fest an deinem Knochengerüst angewachsen ist. Und manchmal reicht auch das nicht aus, um seine Raffgier zu bremsen. Ich vermisse ein Journal. Ein Journal? Wenn es irgendeinen Wert hatte, hat Ferret es wahrscheinlich ergattert. Ja. Also haben wir nicht mehr nur zwei Ziele, sondern nur noch eins. Wir müssen Ferret finden. Er weiß mehr über uns und er hat höchstwahrscheinlich auch das Journal. Aber wir haben noch ein paar andere Fragen. Weißt du, wer ich genau bin? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich weiß herzlich wenig von dir, Rastloser. Ich weiß ein wenig mehr von denen, die mit dir gereist sind und sich nun in unserer Obhut befinden. Dahl seufzt. Ich bitte dich, nicht länger andere zu bitten, sich dir anzuschließen, Rastloser. Wo du gehst, da geht das Leid. Trage deine Last allein. Ich bin also mit anderen gereist und sie sind hier? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Kennst du die Frau nicht, deren Leiche unten in der Gedenkhalle bestattet ist? Ich dachte, du wärst früher mit ihr gereist. Dahl scheint gleich wieder husten zu müssen. Dann holt er Luft. Oder etwa nicht. Wo ist ihre Leiche? Die nordwestliche Gedenkhalle im Stockwerk unter uns. Schau dir diese Totenbarren hier an. Ihr Name müsste eigentlich auf einer der Gedenktafeln stehen. Vielleicht hilft das dein Gedächtnis auf die Sprünge. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mit einer Frau gereist zu sein. Dahl gibt er darauf keine Antwort. Er starrt dich einfach nur stumm an. Vielleicht will er uns damit klarmachen, dass wir können uns ja auch gar nicht an sie erinnern, weil wir das Gedächtnis verloren haben. Vorhin sagtest du, es wären noch andere hier bestattet, die mit mir gereist sind. Wo sind sie? Sie gibt es zweifellos, doch kenne ich ihren Namen nicht, noch weiß ich, wo sie liegen. Ein solcher wie du hat einen Pfad verlassen, den viele gegangen sind, doch nur wenige überlebt haben. Dahl gestikuliert um dich herum. Alle Toten kommen hierher. Einige müssen einst mit dir gereist sein. Also den Pfad, den wir beschritten haben und den wir überlebt haben, ist das das Leben selbst? Also sagt er uns, du bist unsterblich, also hast du zwangsweise sehr viele von den Leichen hier irgendwann mal gekannt. Deine Erklärungen hören sich logisch an. Ich hätte aber noch ein paar Fragen. Kannst du mir erzählen, wie man hier rauskommt? Das Haupttor ist der offensichtliche Ausgang. Aber dort wird niemand außer Staubmenschen vorbeigelassen. Dahl fällt in einen ruckartigen Husten und fährt dann fort. Einer der Führer am Haupttor hat einen Schlüssel dafür. Aber da müsstest du schon sehr gute Überredungskünste anwenden, damit er es dir öffnet. Naja, wir sind nicht gerade der Dümmste. Und ein wenig charismatisch sind wir auch, das könnten wir hinkriegen. Du hörst dich krank an, geht es dir gut? Ich bin dem wahren Tode jetzt nahe, Rastloser. Nicht mehr lange und ich werde die ewige Grenze überschreiten und den ersehnten Frieden finden. Ich bin dieser sterblichen Sphäre überdrüssig. Dahl seufzt schwer. Ich habe auf den Ebenen schon alles erlebt, was einer wie ich erleben kann. Bist du da sicher? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie ich dir helfen kann. Ich möchte nicht ewig oder noch einmal leben, Rastloser. Ich könnte es nicht ertragen. Einverstanden. Leb wohl, Dahl. Und danke für die ganzen Hinweise. Als du dich umdrehst, um zu gehen, sagt Dahl,
glaub mir, ich beneide dich nicht, Rastloser. So wiedergeboren werden wie du, wäre für mich ein unerträglicher Fluch. Aber du musst dich damit abfinden. Irgendwann wird dich dein Pfad wieder hierher führen. Dahl hustet, dabei rasselt es in seiner Brust. Dies ist der Weg aller Dinge aus Fleisch und Blut. Dann treffen wir uns vielleicht wieder, Dahl. Wenn wir denn ein Wesen aus Fleisch und Blut wirklich sind. Aber gut, wir haben jetzt lange genug geredet. Wir sollten uns erstmal jetzt hier umschauen. Was schon haben wir gut. Da? Nichts. Dieser wandelnden Leiche wurde die Nummer 1094 in die Stirn eingeritzt. Ihr Mund wurde fest zugenäht und der Geruch von frischem Formaldehyd umgibt sie wie eine Wolke. Trotz ihrer bleichen, eingefallenen Gesichtszüge und leblosen, milchigen Augen kann man noch gut erkennen, dass dies einmal ein ansehnlicher junger Mann gewesen sein muss. Na, gibt's hier irgendwas Interessantes zu berichten? Die Leiche starrt dich weiter an. Na gut, du willst auch nicht reden. Was haben wir denn da? Dieses Tor scheint versiegelt zu sein. Es gibt kein Schloss oder irgendwelchen anderen Weg, es zu öffnen. Aber vielleicht für später. Diese weibliche Leiche macht ihre Runden im Raum von Totenbank zu Totenbank. Ihr Haar ist zu einem langen Zopf geflochten und wie eine Schlinge um ihren Hals gelegt. Jemand hat die Zahl 1096 auf ihre Stirn gestanzt und ihre Lippen sind zugenäht worden. Netter Zopf? Die Leiche antwortet nicht. Du bezweifelst, dass sie überhaupt weiß, dass du da bist. Hallo, meine kadaverige Schöne. Genau, Morte. So, die hatten wir schon da unten. Du bist noch unangesprochen. Die Zahl 1201 ist mit Tinte auf die Stirn dieser Leiche geschrieben worden und die Tinte ist in die Augen, über die Wangen und den Kiefer heruntergelaufen. Als du mit den Augen den Tintentränen auf dem Gesicht der Leiche nach unten folgst, bemerkst du, dass sie in die Naht gelaufen ist, die Lippen der Leiche versiegelt und dass sie sich in etwas gefangen hat, das wie eine Notiz aussieht, die der Leiche in den Mund gesteckt wurde. Versuche mir die Notiz rauszuziehen. Die Notiz hat sich mit dem Blutsaft im Mund des Zombies vermischt. Doch, wenn du versuchen würdest, das Papier durch die Kreuzstiche hindurchzuziehen, würdest du das Papier zerfetzen. Wenn du die Leiche in Stücke hacken würdest, würde die Notiz ebenfalls zerstört werden. Du musst also einen behutsamen Weg finden, die Stiche aufzulösen, bevor du die Notiz entfernen kannst. Dafür haben wir das Skalpell. Schneiden wir mal durch. Du schneidest geschickt die Stiche durch, die den Mund der Leiche versiegeln, und der Kiefer fällt auf. Du ziehst die Notiz vorsichtig aus dem Mund der Leiche. Trotz des Zustands des Papiers scheint die Schrift darauf noch lesbar zu sein. Gucken wir uns die Leiche nochmal an. Die Zahl 1201 steht in Tinte auf der Stirn der Leiche. Sie sieht aus, als würde sie weinen, da die Tinte über die Augen, die Wangen und das Kinn heruntergelaufen ist. Ihre Kinnlade hängt daran, um eine blutige Flüssigkeit tröpfelt ihr aus dem Mund. Ja. Tut mir leid, wenn ich an dir herumschnibbelte. Wollte nur mal sehen, was du im Mund hast. Die milchig weißen Augen dieser Leiche starren dich mit leerem Blick an. Na gut, aber was haben wir da für eine Notiz gefunden? Dies ist eine übelriechende Notiz, die im Mund eines der Zombies der Leichenhalle gefunden wurde. Sie sieht so aus, als sei sie versehentlich in den Mund der Leiche eingenäht worden. Wie auch immer man versehentlich eine Notiz einnähen kann. Trotz ihres allgemeinen Zustands ist sie noch leserlich. Bitte an den Staubmenschen, der dies liest. Ich bitte dich. Ich weiß, dass ich unter den Bedingungen des Todesvertrags gesetzlich gebunden bin, aber ich biete mehr als meine Unterzeichnungssumme, wenn du meine Leiche verbrennst, anstatt sie zu erwecken. Ich habe veranlasst, dass diese Notiz bei meinem Tod bei meiner Leiche gelassen wird. Wenn du dies liest, verwende diese Notiz bitte wie vorgeschrieben und nimm das Ergebnis im Tausch gegen meine vertragliche Pflicht an. Lass meine Vertragsnummer als Schlüssel dienen. Verwende die Notiz wie vorgesehen. Und was für eine Vertragsnummer? Die Leiche 1201, ist das die Vertragsnummer? Sieht aus, als habe die Leiche das Erwecken nicht mehr verhindern können. Aber du bemerkst, dass unter dem Geschriebenen ein Diagramm gezeichnet ist. Das Diagramm sieht aus wie eine Anleitung, um das Pergament zu einem bestimmten Muster zu falten. Und hier steht halt, dass man manche Gegenstände auch verwenden kann. Das machen wir doch gleich mal. Auf diesem stinkenden Zettel ist unter einem Stück Text ein seltsames Diagramm erkennbar. Du verstehst es als Anleitung, alle Ecken auf die Mitte zu falten. In jeder Ecke stehen mehrere seltsame Zeichen. Ein Zeichen oben rechts, zwei unten rechts, drei unten links. In der oberen linken Ecke steht gar nichts.
Also 1, 2, 3 und 0. Na gut, dann 0, 1, 2, 3. Oben links, oben rechts, unten links. Nee. Entfalte den Zettel und fang noch von vorne an. Also wir hatten jetzt 0, 1, 2, 3. Gehen wir mal andersrum, also 3, 2, 1, 0. Und dann links und dann rechts, oben links. Nee, also so rum auch nicht. Das haben wir jetzt so rum, so rum. Ist das vielleicht sonst ein Zahlenrätsel? Also 1 plus 2 ist 3. Nee, also er hat gesagt, lass die Vertragsnummer der Schlüssel sein. Achso, 1201. Okay, also 1201. Oben rechts ist 1, ne? Ja, oben rechts, unten rechts, oben links, oben rechts. Als du die obere rechte Ecke erneut nach innen faltest, knickt sich die untere linke Ecke ebenfalls spiegelbildlich nach innen. Es folgen die anderen beiden Ecken, bis sich alle mit der Spitze in der Mitte berühren. Dann richten sich die Ecken des Zettels zu einer kleinen versiegelten Papierpyramide auf. Die öffnen wir doch mal. Als du die Seite der Pyramide wieder nach unten biegen willst, zerfällt das Papier zu Staub. Daran liegt ein kleiner dreieckiger O-Ring, der das Licht einfängt und strahlend glänzt. Den nehmen wir doch mal mit. Das wird dann die Bezahlung sein, die der Staubmensch eigentlich hätte bekommen sollen. Dafür, dass er ihn nicht einäschert. Nee, gar nicht. Dafür, dass er ihn einäschert. Weil er wollte halt nicht als Zombie wiederbelebt werden. Du hast diesen kleinen O-Ring durch Falten eines Zettels aus dem Mund einer der wandelnden Leichen in der Leichenhalle erhalten. Er ist ein wundervoller O-Ring, aber trotz seiner Schönheit scheint er nicht mehr zu tun, als sich daran zu erinnern, wie wunderlich diese Welt ist, in der du aufgewacht bist. Also die hat wohl irgendeine Fähigkeit, aber unsere Geschichtskunde ist noch nicht hoch genug. Die erhöht sich durch jeden Level und durch unsere Intelligenz. Und wir haben auch keinen Magier, der es identifizieren könnte. Also nehmen wir das einfach mal so mit. Anlegen wäre ich hier nicht, der könnte ja verflucht sein. So, mit wem haben wir schon alles gesprochen? Mit dir, du noch nicht, oder? Der Geruch nach Formaldehyd, der von dieser Leiche ausgeht, ist besonders stark. Es riecht, als sei es erst kürzlich angewendet worden, und das aus gutem Grund. Diese Leiche scheint sich in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung vorzufinden. Ihr Unterkiefer fehlt, und das Fleisch ist teilweise von ihrem Schädel geglitten, sodass die Zahl 1072 freigelegt ist, die in den Knochen gemeißelt wurde. Also wenn sie jetzt schon so weit ist in der Verwesung und sie 1072 hat, dann ist es vielleicht echt so, dass je höher die Nummer, desto älter die Leiche. Ich denke mal, diese hier hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Die Leiche antwortet nicht auf deine Stimme, was teilweise daran liegen mag, dass sie keinen Unterkiefer hat. Entweder ist es das, oder sie hat einfach nichts zu sagen. Was für eine verwesende Vision darf ich hier vor mir sehen? Sie hat keinen Unterkiefer, Morte, und du bist ein fliegender Schädel. Na gut. Also... Dich haben noch nicht angeguckt, denke ich mal. Diese Leiche schlurft von Totenbank zu Totenbank und bandagiert die darauf liegenden Leichen. In ihre linke Schläfe ist die Zahl 396 geritzt und ihre Lippen sind zugenäht. Warum sind die Lippen alle zugenäht? Also bei manchen jedenfalls. Du merkst, dass die Leiche in ihrer Hand eine Rolle Bandagen trägt. Die Bandagen sehen brauchbar aus. Hast du was dagegen, wenn ich mir die Bandagen ausleihe? Die Leiche starrt dich weiter an. Na gut, es ist immer ein Versuch wert. Vielleicht ist einer der Leichen ja noch ein Fünkchen Intelligenz. Versuchen wir mal, die Bandagen einfach so abzunehmen. Geschickt stibitzt du der Leiche die Verbandsrolle aus der Hand. Sie scheint nichts zu bemerken und fährt unbeirrt mit derselben Handbewegung fort. Als würde sie weiter Leichen bandagieren. Oh, das ist jetzt irgendwie traurig. Also wenn man sich das so vorstellt, dass sie jetzt dahin tappert, die Bandagierenbewegung macht, ohne was in der Hand zu halten und dann zum nächsten geht. Die Leiche lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Das hat sie verdient. So, die werden wir jetzt auch nicht angreifen diesmal, denn Dahl guckt ja zu und schon das gut. Wird dann ein wenig verfänglich.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Haben wir fünf Leute schon angesprochen? Ja, die haben wir aufgeschnitten. Du stinkst nach Formaldehyd. Man braucht keinen Identifizierungszauber, um zu sehen, was sie will. Genau, Mortal. Und die hatten wir auch schon. Das war die mit dem Zombie. Meister, wenn ich nicht zurückkomme, dann sterbe ich gerade 1000 kleine Tode mit dieser süßen Zombie-Braut. Wie viele Sprüche hat er eigentlich drauf? Aber na gut, das war's dann wohl für diesen Raum. Kriegen wir die Tür hier auf? Na ja, gut. Dann kommen wir mit, Morte. Wir suchen dir eine neue Zombie-Braut. Obwohl, langsam könnten wir wieder abspeichern. Also, Spiel speichern. LP 002.